Moin moin meine Freunde und willkommen zurück hier bei GameTesticaler. Ich bin Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unserer Madden NFL 16 Spielerkarriere für euch. Das letzte Mal haben es, glaube ich, viele verpasst zu schauen. Ist mir so aufgefallen, habe so reingeguckt und dachte so, wow, das ist immer am Wochenende, glaube ich. Also falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen haben solltet, den Link, den packen wir mal in die Videobeschreibung, weil das kam mir nicht ganz koscher vor. Ansonsten geht es heute ganz normal weiter, falls ihr dabei wart. Auf jeden Fall, heute geht es weiter gegen die Lions. Ja, so sieht's aus. Wir stehen mit 9-1. Ja, weiterhin an Rang 1 in der Division. Das letzte Mal gab es schon, ja, so ein bisschen Kritik an Marcus Mariota, beziehungsweise an mir. Ja, du wirst so viele sinnlose Interceptions. Richtig, absolut richtig, muss man einfach sagen. Und trotzdem sind wir wieder die Nummer 1 bei den QBs, haben mit Abstand das beste Passer-Rating, haben mit die wenigsten Interceptions in der NFL. Also Jungs, seht es nicht ganz so schlimm, wir haben mit die wenigsten. Wir haben hier 4, Geno Smith. Aber wer viel wirft, kann auch viel daneben werfen, nicht wahr? Also insofern ist das alles okay in meinen Augen bisher. Wir haben eine okay Completion-Rate, gehört zu den besseren. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir uns so viele Gedanken machen sollten. Klar, man kann immer besser spielen, daran arbeiten wir auch. Und das wollen wir natürlich auch. Sankey, sehen wir hier 28 in der NFL. Wir machen nicht so viel Laufspiel, kommen doch mehr über den Pass, muss man auch sagen. Und jetzt ist es einfach mal an der Zeit, hier die XP vielleicht mal wieder auszugeben. Haben wir schon länger nicht getan. Und deswegen gehen wir hier mal rein und da wollen wir auf jeden Fall mal an so Sachen wie Play-Action-Pass vielleicht arbeiten. Awareness wäre wichtig. Play-Action ist auch wichtig. Deswegen gehen wir hier mal ein bisschen hoch und schauen, wie wir gut vorwärts kommen. Wir können auf jeden Fall noch in die Stats reinschauen, was die Offensive Player of the Weeks angeht. Das wollten wir ja eigentlich schon des Öfteren machen. Wir hatten da jetzt zuletzt, ja, Bobby Wagner, Richardson und wen hatten wir wieder? Marcus Mariota. Da wurden wir viel gehatet. Was heißt gehatet? War ja kein Hate. Da wurden wir zumindest wegen der letzten Interception ein bisschen kritisiert. Aber trotzdem sind wir Offensive Player of the Week geworden. Sehr coole Sache. Waren wir bereits vor 3 Wochen mal. Viermal. Wir waren jetzt 4-mal bereits Offensive Player of the Week. Das ist eine coole Sache. Dann wurden wir noch gefragt, warum stehen wir nicht im Playoff-Picture derzeit? Warum standen da die Jacksonville Jaguars? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach an, das war ein Fehler im Spiel. Und ja, wir gehen jetzt einfach direkt rein in das nächste Spiel. Wir spielen gegen die Detroit Lions, hoffen einfach auf einen Sieg. Und ich hoffe, ihr werdet ganz viel Spaß dabei haben. Wir starten mal nicht in den Angriff. Nein, wir starten sogar mit einem Rückstand in diese Partie. Es steht 3:0 für die Lions. Und wir erzielen erstmal einen Raumgewinn von 5 Yards. Marcus Mariota wird natürlich hier wieder versuchen, seine Jungs gut in Position zu bringen. Delaney Walker, einer der wichtigsten Spieler bei uns. Wir gehen jetzt mal rein, suchen mal den Play-Action Scissors Pass. So, da haben wir ihn, PA Scissors. Mariota, sicherlich ein cooler Mann. Oh, darf nicht passieren, hat er gesagt. Darf man nicht rauslaufen. Wollen wir auch aus der Pocket raus. Und die Lions, die standen hier. 3. und 10. So, Percy Harvin mit ein bisschen Glück wird er da links frei sein. Ah, incomplete. Wir müssen punten. Der erste Drive direkt mal gestorben. Hat nicht lange gehalten. Leider Gottes. Und wir hoffen natürlich, dass die Lions jetzt keinen Touchdown machen, weil dann sind wir schon, ja, 2 Besitzspiele hier hinten. So, weiter geht's. 10-0, die Lions. Sie haben uns, ja, würde fast sagen, bei den Eiern. Das kann nicht wahr sein. Das ist wirklich richtig, richtig stark, was die Lions hier zeigen. 10-0 waren wir schon länger nicht mehr hinten. Und jetzt müssen wir hier wirklich damit leben, dass wir hier, ja, so eine kleine Aufholjagd vielleicht auch starten können. Und Tightslots Bench machen wir mal. Relativ interessant, diese ganzen Spielzüge. Der war nicht schlecht. Super! Und da läuft eins aus. Bitter.
So, Walker. Right. Oh, der war nicht gut, der war nicht gut. Ich wollte den auf den linken werfen. Falsche Taste. Links war er frei. Ja, und dann war das nicht gut. So, Percy Harvin. Oh, wieder gesackt. Unglaublich. Die Lions konnten nicht punkten, glücklicherweise. Mit ihrem Ballbesitz. Das ist das Einzige, was uns hier so ein bisschen im Spiel hält. 4,5 Minuten sind es noch in der ersten Halbzeit. Wir liegen hier hinten, das vielleicht auch zurecht. So, PA Scissors. Walker. Diesmal ist er frei. Ja, wichtig. Nächster Spielzug. Super vorne. Green Beckham, aber wir haben RB frei. Das haben wir relativ früh gesehen. Ganz, ganz wichtig hier, dass man da einen guten Blick behält. Das haben wir zuletzt verloren. Die Interception gerade war wieder maximal dumm gewesen. Einfach, ja, weil wir sie gar nicht dahin werfen wollten. Jetzt spielen wir 0-1 Trap mal durch die Mitte, mal wieder ein Laufspiel hier einbringen. Super gemacht. Sankey, wieder ins Raumgewinn, 2006. So, wieder nach vorne. Nächster Laufspielzug. Und Sankey macht's immer gut. Hier auch wieder. 12 Yards noch. Wir wollen am besten den Touchdown hier noch vor der Halbzeit erzwingen, damit Mariota so ein bisschen mit Rückendeckung auch in Halbzeit Nummer 2 gehen kann. Sankey hat noch nicht einmal gefumbled. Und das kann hoffentlich auch so bleiben. So, First Down. Jetzt gibt's die Flag. 0-1 Trap. Wieder Sankey. Ganz, ganz wichtig. Dritter und 11. Wir wollten nicht auf den Pass gehen. Wenn wir hier die Interception werfen, sieht das übel aus. Und so nehmen wir dann erstmal das Field Goal mit und kommen wieder auf einen Spielzug bzw. einen Ballbesitz ran. Ha, 3-10. Die Jungs sind einfach nicht zu glauben. Die Lions, die zeigen uns hier heute, wie man Football spielen kann. 17-3. Es ist schlicht und ergreifend. Ja, beinahe surreal, möchte ich sagen. Auch hier Mariota, der hat nicht die Deep Accuracy. Das ist bitter, wenn man dann eben in den Situationen, wie jetzt eben hier, versuchen will, sein Team nach vorne zu preschen. Aber es ist schwer, die Fans richtig hier am Ausrasten der Lions. Ihr seht das hinten vielleicht immer, wenn die da am Jubeln sind. Da ist richtig Stimmung geboten. Und das Team zeigt hier einen der besten Teams der NFL, unseren Tennessee Titans derzeit. Ja, wo der Frosch die Locken hat. Und das ist einfach wirklich richtig, richtig stark. Super verteidigt. Eieieiei. Einen haben wir noch. So, Tight Slots Bench. Es ist für uns sicherlich sehr, sehr hart. Guter Spielzug. Der war nicht complete. Ganz knapp. Ein bisschen so hoch geworfen. Hätte ich den als Bullet Pass geworfen, dann hätte es wahrscheinlich die nächste Interception gegeben. So gehen wir vermutlich mit dem 17-3 Rückstand. Also zwei Touchdowns hinten in Halbzeit Nummer 2. Wenn wir das Ding nochmal drehen, also das wäre ja überragend. Ansonsten, ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert. Die Lions sind wirklich stark hier. So, PA Power. Oh, wir versuchen es nochmal mit dem Play-Action Pass, auch wenn die Defense der Lions bis hierhin einen super Job eigentlich gemacht hat. So, und jetzt laufen wir auch mal selber. Mariota macht das super. Mariota mit einem riesen Run. Oh, richtig stark. 38 Yards erlaufen. Das ist der stärkste Rush, den wir jemals mit dem Jungen hingelegt haben, glaube ich. Richtig, richtig gut. Da war viel Platz, haben die Jungs gut mitgespielt. So, Play-Action, Deep Cross. Nochmal ein Play-Action-Spielzug. Auch hier. Der war nicht schlecht, super, super. Man muss das einfach dann abpassen und da muss man sagen, ist uns das hier gut gelungen. 5 von 11, wir müssen langsam so ein bisschen zurück auf die Erfolgsspur finden. 23 noch bis zur Endzone, ein schneller Touchdown wäre sehr, sehr wünschenswert jetzt irgendwie hier. Aber wir sollten es auch nicht versuchen, zu krass einfach auch zu erzwingen. Ich finde, dafür haben wir, oh, das ist nicht gut. Was mache ich denn? Immerhin kriegen wir den Ball direkt wieder, weil unsere Defense einfach mal was zurückgeht wieder. Richtig, richtig stark, muss man sagen. Ihr habt letztes Mal schon gesagt, mit einer schlechteren Defense sieht das auch in diesem Spiel. Das kann nicht wahr sein. In diesem Spiel schlechter aus. Schaut euch die Lions hier an. Also irgendwas machen die komplett richtig. Die nehmen uns hier völlig aus der Spur. Trapattoni würde jetzt sagen, was erlauben Lions. Aber das ist echt richtig, richtig stark. So. Ja, da ist er frei.
Okay, ein kleiner Raumgewinn. Wir brauchen die Punkte. Es bleibt beim 14-Punkte-Rückstand. Noch ist hier immer noch alles drin. Ich will es nicht zu laut sagen nach den zahlreichen Interceptions, die wir in diesem Spiel geworfen haben. Aber natürlich wollen wir trotzdem optimistisch bleiben und hier einfach auch versuchen, ja, ein gutes Spiel zu machen. Schöner Pass. Und dann war er wieder zu weit. Ah, heute läuft es nicht. Also das letzte Spiel war so lala. Das heutige ist eine absolute Katastrophe bis hierhin. Da brauchen wir auch keine schöneren Worte für finden. Das geht einfach mal gar nicht klar, was wir hier zeigen. Und es wundert mich eigentlich, dass wir hier... Oh Gott, das wäre ein Touchdown, Mann. Das wäre kein Touchdown, weil wir wieder nicht gut genug geworfen haben. Aber es gab eh die Flag, deswegen ist es hier unerheblich. So, Holding Defense, jawohl. Damit kommen wir zu unserem First Down. Glückwunsch. Dass wir so viel Glück haben, das kann nicht wahr sein. Wir müssen hier aufpassen. Wir müssen aufpassen, was wir zeigen, was wir machen, wie wir das Ganze machen. Und dann sacken die uns. Und dann sacken die uns. Da rechts wäre er frei gewesen. Ich wollte auf die Hot Route warten. Eieieiei. Sonntagnachmittag am Nikolaustag hier gerade. Und das ist wirklich... Na, es ist nicht gut. Aber trotzdem wollen wir natürlich versuchen, hier ein gutes Spiel zu machen. Der war super. Ein schöner Pass in die Mitte. 7 von 16. Das ist miserabel. Dritter und 1. Jetzt geben wir mal wieder Senke hier. Sprechen wir unser Vertrauen aus. Der soll zeigen, dass er hier zum neuen ersten Versuch gehen kann. Der soll zeigen, dass er die Möglichkeiten hat, hier das Team vielleicht auch wieder nach vorne zu hauen. Es sieht wirklich nicht optimal aus. Aber ich will den Teufel weiterhin nicht an die Wand malen. Senke macht's gut. Geht schön vorwärts. 40 Yards noch bis zur Endzone. Nächster Spielzug soll mal wieder ein Quick Pass werden. Wir brauchen ein bisschen Sicherheit einfach in unserem Spiel. Delaney Walker fängt den Ball. Mariota muss sehen, okay, ich habe die Sicherheit zurück, ich habe das Vertrauen zurück. Das hat er bisher in dem Spiel absolut vermissen lassen noch. So, nächster Spielzug, PA Power, oh. Sehr schön, halt ihn fest. Halt ihn fest, er hat ihn festgehalten. Er hat ihn festgehalten. Wenn wir jetzt... Nee, ich rede nicht von einem Touchdown. Ich lasse es sein, das bringt Pech. In letzter Zeit reden wir sowieso viel zu oft davon. Können es leider nur wenig zeigen. First down, 8 Yards noch. Und das letzte Viertel bricht jetzt hier gleich an. Wow, 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 wow. So, all one trap. Senkei, Senkei hat Platz, Senkei. Bis zu 1. Sicherer kannst du es nicht machen. Wir müssen uns trotzdem auf unsere Defense verlassen. Selbst wenn wir jetzt hier punkten sollten, müssen wir hoffen, dass die Defensive da ist. Und dass die Defensive, ja, vielleicht hier auch nochmal für was Überraschendes sorgen kann. Touchdown, der erste endlich in diesem Spiel mit freundlicher Unterstützung von Senke, unserem Running Back. Und jetzt bitte beten, dass ich das erleben darf. Unsere Defense, das sind Teufelskerle. Absolute Teufelskerle. 4 Minuten Zeit für uns ranzukommen. 4 Minuten für uns, das Unmögliche möglich zu machen. Super Run. So, nächster Spielzug. Sollte natürlich wieder am besten gut laufen. Incomplete, weil er ihn nicht festhält. So, O-One Trap. Es ist wieder Platz in der Mitte. Es ist wieder viel Platz in der Mitte. Das Laufspiel funktioniert gegen die Line super, nachdem wir 3 Interceptions geworfen haben. Immerhin etwas. Aber wir müssen natürlich auch die komplette Länge des Spielfelds zurücklegen, um hier zum Touchdown zu kommen. Das ist auch klar. Die Zeit ist noch einigermaßen gnädig zu uns. Wir haben noch gute 2,5 Minuten. Und 2,5 Minuten für die ganzen Yards sind okay. Wieder viel, viel Platz. First down. Das ist stark. Smith, das war jetzt der Ersatz-Running Back. So, PA Scissors. Ganz wichtiger Ball. Ganz wichtiger Ball. Er hält ihn fest. 30 bis zur Endzone. So, No-Huddle-Offense jetzt natürlich auch ganz, ganz wichtig. Wieder ein schöner Lauf, den Senkel gut vorantreibt. 1,5 Minuten. Ich will jetzt eigentlich... Na, seht zu. So, nächster Spielzug. 1,5 Minuten. Eieiei, jeder Fehler entscheidet hier jetzt incomplete. 3. und 5. Es ist bitter. 3. und 5. Ja, das hat nicht gereicht, aber wir müssen natürlich den Spielzug rausspielen. 4. und 2. Und das ist hier Stick.
Und er lässt ihn fallen. Das war's. Er lässt ihn fallen. Delaney Walker, 90er Tight End. Und das kann nicht wahr sein. Mein Gott, ganz vorbei ist es noch nicht. Aber die Chancen, dass es vorbei ist, stehen gut. Mariota wirft ihn weit. Und der, hey, oh, wow, 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 wow. Hätte er den mal festgehalten. Hätte er den mal lieber festgehalten. Ja, ja, absolute Weltklasse. Absolute Weltklasse. So, 28 noch. Wir haben keine Zeit. Junge, Junge, Junge. Alle hier sind sich hier am Abrennen. Incomplete. Wir haben noch 5 Sekunden. Oh, Junge, Junge, Junge. Was für eine Spannung. Die Lions-Fans sind da schon am Toben. So, sie spielen Press. Und das war's. Nee, wir haben noch einen. Einen haben wir noch. Junge, das ist unglaublich. Wenn die Press spielen, haben wir Chancen. Aber zunächst sind diese Chancen leider verschwindend gering gewesen. Right. Oh, knapp daneben. Das war's. Niederlage. Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Jungs, 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 sorry, das war heute nix. Am Ende war es noch spannender, als wir es eigentlich verdient hätten. Muss man einfach ganz ehrlich sagen. Das war desaströs, ein Grand Malheur de Kack. Das war gar nix. Kann man genauso nehmen. Ja, Mund abwischen, weitermachen. Ne? Ihr wisst ja, das Prinzessin richtet jetzt sein Krönchen wieder auf. Und im nächsten Spiel kriegt es der Gegner dann doppelt. Hoffentlich zumindest. Das war diesmal nix. Sorry, Leute. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Vielleicht seid ihr ja Lions-Fans und habt dem Spiel noch was Positives abgewinnen können. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder, ja, ordentlich mit einem Sieg am Start. 9-2 unsere Bilanz jetzt. Und ihr dürft bald abstimmen, ob es mit Mariota weitergehen soll oder ob wir eine neue Karriere starten sollen. Dann vermutlich in der Defensive. Das heißt, ihr seid bald gefragt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben trotzdem freuen. Eure Gedanken zum Spiel wie immer unten in die Kommentare. Dass ich diesmal verbockt habe, weiß ich in der Tat selber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Raphael von Game Testicle HD.